Hi Leute, ich bin's nochmal. Ja, eigentlich, wie gesagt, das Video, was ich ja für heute geplant habe, war ja queer und katholisch, beziehungsweise bisexuell, lesbisch, schwul und katholisch. Geht das zusammen? Wenn ja, wie? Was sind meine Ansichten dazu? Wie gesagt, ich werde das wieder nur anschneiden, weil ich ja so richtig noch nicht ausgefeilt habe, wie das so ganz funktioniert mit diesen Videobearbeitungsdingern und dies, das. Aber ich werde schon mal meine ersten Gedanken dazu äußern, weil es ja jetzt auch wieder sehr aktuell ist. Ja, also zunächst. Wenn jemand behauptet, das ist jetzt eigentlich das, womit ich einsteigen will, was eigentlich für mich ein bisschen so, was heißt ein bisschen, was für mich das Wichtigste mit ist, der sagt, Homosexualität sei eine schwere Sünde oder queer sein oder Bisexualität falsch. Nichts, was man sich nicht aussucht, kann allein im katholischen Sinne, im moraltheologischen Sinne eine schwere Sünde sein, weil zu einer schweren Sünde gehören der freie Wille, die komplette Einsicht und die Schwere der Materie. Also da kann niemand sagen, etwas, was man sich nicht ausgesucht hat, kann eine schwere Sünde sein. Das ist kompletter Blödsinn. Also in dem Sinne sind wir in der Hinsicht schon mal raus. Wenn man jetzt behauptet, ein Mann, der sich als Frau fühlt und schminkt und dies, das, das wäre eine schwere Sünde. Totaler Schwachsinn. Überhaupt nicht haltbar im theologischen Sinne. So. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Es gibt ja auch viele, die sagen, okay, kann man so halten, solange man es nicht auslebt. Ist alles in Ordnung. Dann ist es eben eine Herausforderung von Gott oder ein Opfer oder eine besondere, ja, Strafe ist zu viel gesagt, das hat man vielleicht früher gesagt, aber eine besondere Herausforderung, die er einem auferlegt, halte ich auch für kompletten Blödsinn. Denn da sind wir im Determinismus, alles ist vorbestimmt, alles ist vorherbestimmt, alles ist so, wie Gott es will, wo ist da die Freiheit? Die ja tatsächlich im Gegensatz zu beispielsweise dem Islam im Christentum sehr hoch gehalten wird, dass sich der Mensch jeden Tag quasi neu entscheiden kann und sein eigenes Schicksal mitbestimmen kann. Es ist eben nicht so. Das Christentum heißt ja in dem Sinne, unterwerfe dich nicht, sondern entscheide dich. Zum Beispiel im Gegensatz zum Islam, so viel ich jetzt über den Islam gelernt habe, wo es ja darum geht, Islam heißt ja quasi Unterwerfung, also Unterwerfung unter den Willen Allahs. In dem Sinne, alles ist vorbestimmt, der Mensch kann nur entweder annehmen oder ablehnen und das war's. Und das ist ja gerade im Christentum nicht der Fall. Und in dem Sinne halte ich diese deterministische Ansichtweise über Homosexualität für völlig bescheuert. Das ist wie wenn man sagt, ja, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ihr könnt euch ja selber andere Beispiele ausdenken, die eigentlich ähnlich absurd sind. Also, und wie gesagt, lassen wir jetzt mal das ganze Theologische außen vor. Das sind eigentlich schon zwei Punkte, die selbst die traditionalistischsten Katholiken einsehen müssen und damit konform gehen müssten. Wenn Sie sagen, Sie vertreten den in Anführungsstrichen wahren Katholizismus, weil das ist einfach katholische Lehre. Punkt, fertig aus. So. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu den ganzen persönlichen Geschichten. Für mich, also in meiner Wahrnehmung, war es immer so, dass mich besonders auch das interessiert hat, was jetzt nicht dem entsprochen hat, was man jetzt als Norm bezeichnen würde. Und Gott sei Dank ist es ja heutzutage so, dass Queer sein, Homosexualität, Heterosexualität, Transsexualität, dass das mittlerweile ja als normal angesehen wird. Die Frage ist, was ist normal? Für mich gibt es das Wort normal eigentlich nicht. Wenn man jetzt mal wirklich drüber nachdenkt. Jeder Mensch ist ja individuell sehr unterschiedlich. Und auch im Spektrum der Leute, die sich als queer selbst bezeichnen, gibt es ja wirklich, da kann man ja nicht, das ist ja kein Etikett, das ist ja ein Spektrum. Wie gesagt, also im Prinzip ist es auch völlig absurd, Menschen diesen Stempel aufzudrücken. Von der katholischen Kirche her. Ja, die sind jetzt raus, die können nicht mehr zur Kommunion gehen, weil die sind queer. Ja.
Und wo setzt man da an? Also das ist ja, im Prinzip ist das ja völlig absurd, Menschen so ein Label aufzudrücken, wie eine Banane, wo dann steht, ja, die darf nicht mehr verkauft werden, weil die irgendwie, wie im Supermarkt, ne, gibt's ja auch diese absurde Geschichte da, Obst, was irgendwie nicht in die Normenkategorie fällt, obwohl das super gut ist und vielleicht sogar besser als das andere, das darf nicht mehr angeboten werden. Also solche Sachen, ne? Also wie gesagt, für mich ist das kein Widerspruch. Ich denke, die letzte Instanz ist das eigene Gewissen. Das ist das, was ich sagen wollte. Das sagt auch die katholische Kirche, das sagt das Zweite Vatikanische Konzil. Die letzte Instanz ist das Gewissen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, im Sinne einer katholischen Ehe kann ich durchaus verstehen, dass dann Leute sagen, ja, passt das so richtig? Das ist ja, das widerspricht ja dem, was das Sakrament eigentlich sein soll und ausmacht. Da haben wir dann natürlich die Problematik, dass die katholische Lehre natürlich Sexualität größtenteils zur Zeugung von Kindern noch immer interpretiert. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema, das muss extra besprochen werden. In der Hinsicht müsste man vielleicht auch mal hinterfragen, was ist Sexualität im Sinne der katholischen Sexualmoral und dies, das. Aber da kommen wir in ein ganz weites Feld. Wie gesagt, für mich ist es so, für mich ist wichtig, diese drei Kategorien der schweren Sünde, wo sobald wo im Prinzip die Leute, die eben der Bewegung angehören und das ändern wollen und oder die eben so veranlagt sind, und sich dazu bekennen oder auch nicht bekennen, dass die eben tatsächlich nicht mehr verurteilt werden dürfen, weil sie ja auch tatsächlich, man kann ja nicht behaupten, die begehen eine schwere Sünde. Also allein wenn man die drei Kategorien betrachtet, die ja die Kirche selbst ansetzt, keiner von denen wird sagen, ja, ich möchte mit Absicht meinem Partner schaden, indem ich ihn liebe. Das ist doch komplett absurd. So Leute, ich reg mich schon wieder auf. Jetzt rede ich schon berlinerisch, ihr merkt. Das ist erstmal mein erstes Statement dazu. Und in dem Sinne, Leute, peace out, ich bin erstmal draußen. Und da kommt noch einiges. Ciao, ciao.